Heute geht es um die mündliche Abiturprüfung in Musik und ein paar Dinge, die euch dabei helfen werden. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumwunsch kommst. Ihr habt euch auch Musik mehrfach gewünscht. Jetzt ist das Problem, dass ich Musik in der 10. Klasse abgewählt habe, das heißt in der 11. und 12. gar nicht hatte, geschweige denn als Abiturfach. Und ich auch niemanden aus meiner alten Schulklasse oder sonst irgendwoher akquirieren konnte, der euch da Tipps geben kann. Aber ihr wollt das Video, ihr bekommt das Video. Und deswegen habe ich mir mal gerade eben den Lernplan angeschaut, was ihr denn eigentlich an Stoff so alles macht, weil hatte ich ja keine Ahnung davon. Und ich habe jetzt, weil die meisten werden sich wahrscheinlich den Lehrplan auch gar nicht angeschaut haben und da gar nicht so diesen groben Überblick fürs Ganze bekommen haben und welche Intentionen überhaupt dahinter stehen. Und ich habe jetzt einfach mal drei Dinge rausgefunden, die, glaube ich, total wichtig sind. Das sind sozusagen so ganz allgemeine Leitlinien, die, wenn man die beachtet, dass sie ihm einfach auch in der Vorbereitung nochmal richtig viel helfen werden. Also die erste Sache, die ich extrem interessant fand, war, wie stark im Lehrplan auch betont wird, dass du einfach sehr viele Anknüpfungen an andere Fächer hast. Das bedeutet, dass es für dich, wenn du jetzt vielleicht auch bloß noch nur noch deine musikmündliche Abiturprüfung hast und eigentlich alle anderen Fächer schon aus deinem Kopf rausschmeißen kannst, dann würde ich mir auf jeden Fall einfach auch mal wieder Gedanken über das Fach Deutsch machen. Ich würde mir Gedanken über das Fach Sozialkunde machen, Politik, falls du es hast, und auch Geschichte. Also die vier Fächer haben teilweise echt sehr viele Anknüpfungen an eure Inhalte. Und natürlich ist in der mündlichen Abiturprüfung oft so, dass man dann halt eben noch ein bisschen weiter über den Stoff hinausgehen soll, was dann eben die richtig hohen Punktzahlen bringt. Und wenn du dann eben auch das Wissen aus der Oberstufe noch von den anderen Fächern ein bisschen parat hast, reicht ja meistens schon einfach nur grob Bescheid wissen. Dann kannst du da vielleicht geile Parallelen ziehen, kannst vielleicht, wenn eine entsprechende Frage kommt, darauf sehr gut antworten. Und deswegen behalt dir die vier Fächer auf jeden Fall auch im Kopf. Ansonsten wie in fast jedem Fach, aber natürlich speziell auch nochmal für Musik und wahrscheinlich in Musik nochmal sehr, sehr besonders stark, ist es einfach wichtig, dass du einfach, wenn du in diesem Fach dich befindest, in der Prüfung, wenn du dafür lernst, dass du dich voll drauf einlässt. Das heißt, werd wirklich so ein Musiklieber. Also du kannst natürlich, klar, daheim fallen wahrscheinlich die meisten von euch Musik, aber halt meistens nur ihren Geschmack. Deswegen versucht da wirklich noch ein bisschen drüber zu gehen, versucht in die jeweiligen Genre reinzugehen, versucht wirklich einfach euch dafür zu interessieren. Was ist eine Komposition? Was kommt dann? Was kommt dann? Wie ist so ein Stück aufgebaut? Wie entsteht es? Und so weiter. Und sich wirklich dafür zu interessieren, sich darauf einzulassen. Vielleicht kannst du ja sogar Parallelen zu der Musikrichtung finden, die du am liebsten hörst. Aber wenn du das schaffst, dann hast du einfach dieses, ja okay, Feuer in den Augen wäre schon echt geil, wenn ihr so krass interessiert seid. Aber man merkt einfach, dass euch die Sache juckt. Weil ich glaube, das Schlimmste, was in einer mündlichen Abiturprüfung passieren kann, ist, dass da jemand da hockt, kommt mal Fragen und der Lehrer denkt sich die ganze Zeit eigentlich nur, der Typ will eigentlich nur hier so schnell wie möglich raus. Und das ist immer schlecht. Weil eine mündliche Abiturprüfung hängt auch total viel damit zusammen, was du an Emotionen zum Lehrer transportierst, was du selbst ausstrahlst. Und wenn du schaffst, dich einfach dafür zu interessieren und wirklich zu zeigen, hey, ich finde das eigentlich ganz cool oder ich will da wirklich auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dann wirst du schon so, so viel bessere Noten bekommen. Und deswegen sei dir wirklich bewusst, dass das einfach sehr entscheidend sein kann, zum einen für deine eigene Motivation, wie auch schlussendlich für deine endgültige Note. Und zu guter Letzt ist es ja auch noch sehr, sehr stark verbreitet im Lernplan, dass ihr einfach Zahlen und Namen auswendig lernen müsst. Deswegen gebe ich hier auch nochmal den entscheidenden Tipp. Versucht nicht dieses Auswendiglernen zu verteufeln oder wirklich dieses pure Merken von Zahlen und Namen, sondern versucht einfach das als Gedächtnistraining zu sehen. Ich habe beispielsweise selbst in der Oberstufe habe ich Gedächtnistraining neben der Schule gemacht, ohne dass ich irgendwas lernen wollte, irgendeinen Wettbewerb mitgemacht oder sonst was. Ich fand es einfach interessant, beispielsweise, wie viele Sachen kann man sich gleichzeitig merken. In der Psychologie beispielsweise sagt man immer, da redet man immer von Chunks, also Chunk ist eine Art von Information. Und da wird beispielsweise gesagt, dass man nur 3 bis 7 Chunks im Kurzzeitgedächtnis, glaube ich, halten kann oder irgendwie so. Im Langzeitgedächtnis natürlich wesentlich mehr. Und das finde ich einfach total interessant, sich so zu überlegen, okay, wie viel kann ich mir merken? Wie viel kann ich mir in welcher Zeit merken? Und so weiter. Und versucht da also einfach nicht diese ganzen Zahlen und Namen als so, oh, das muss ich noch. Das ist einfach mehr als Challenge. Einfach mehr als Challenge. Yeah, Mann, ich merke mir jetzt 28 sinnlose Namen, die für mich überhaupt keine Bedeutung haben. Ich merke mir jetzt 38 Zahlen,
von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, aber ich baue einfach so geile Eselsbrücken und so geile Kombinationen, dass es für mich irgendwie richtig weird Sinn ergibt und versuche da einfach auch da diese Passion reinzubringen, einfach Bock drauf zu haben, auch wenn es komplett sinnlos ist, ja, wenn es komplett sinnlos ist, trotzdem einfach Bock drauf zu haben, das Ganze zu lernen, weil dann wird es natürlich euch auch einfach viel leichter zu fallen, euch überhaupt hinzusetzen und es wird euch natürlich auch viel besser im Gedächtnis bleiben. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie hilfreich diese Tipps für euch waren, weil es ist für mich einfach total wichtiges Feedback, weil ich möchte natürlich euch alle Anfragen, die ihr für ein Video stellt, auch beantworten, auch ein Video dazu machen. Gleichzeitig ist mir aber natürlich wichtig, dass ich nicht ein Video mache über ein Thema, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe und euch eigentlich nicht weiterbringen kann. Weil ich sage mal so, ich hatte in der Oberstufe keine Musik. Das heißt, ich kann eigentlich weder über eure Inhalte was sagen, noch über die Prüfung selbst. Aber natürlich weiß ich, wie man sehr gut in einer mündlichen Abiturprüfung ist und ich hatte auch selbst 4, 5 Jahre lang Musik. Und kann mir jetzt den Lernplan anschauen. Deswegen schreibt mir bitte mal rein, waren die Tipps für euch hilfreich? Also war es gut, dass ich dieses Video gemacht habe? Das ist für mich eigentlich so die entscheidende Frage. Ich hoffe natürlich, dass es euch geholfen hat. Und wie gesagt, viel Erfolg, viel Spaß noch beim Lernen. Ich glaube immer an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Mega cool, mega cool. Und ich glaube, dass das deswegen ein Riesenfaktor ist, wie du da einfach auch es schaffst, dich selbst einfach Hammer's dann. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.